Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Bloons Tower Defense 5. Unsere tägliche Kiste heute sind 250 Dollar und 3 Münzen drin. Interessant, morgen ist ein Bloon-Rettungs-, ein Bloon-Untergangsgerät. Dann eine Abplanage. Bananenfabrik hier, ne? Tag 23, 3 Redakteurs und das geht dann mit den Spezialagenten immer so weiter. Also man kriegt schon eine ganze Menge. Besser als früher die paar Dollars, die man da bekommen hatte. Lass 25.000 friere Bloons ein mit Bobanwerfern platzen. Was? Okay, ignorieren wir mal. Was habe ich gerade ausgewählt? Die Pionierwerkstatt. Gucken gleich mal. Zufällige Missionen haben wir ja wieder einige, die wir noch machen müssen. Starte in Runde 30 und bestehe bis Runde 50 im Luftablassen-Modus. Das heißt, geht durchweg. Luftablassen ist, glaube ich, dieser Modus gewesen. Da gibt es keine Pausen. Einfach durchweg wird alles durchgerusht. Und ich würde sagen, dem stimmen wir doch einfach mal zu. Und da wir ja schon die Pioniere haben, können wir die gleich mal nutzen. So, und wenn wir hier direkt aufpacken. Reinigungsschaum, Riesennägel, zack, 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 zack. Ja, Blumenfall mit bei Runde 30 kann man das schon mal machen. Radarscan auf. Warum habe ich eigentlich so viel Geld? What the fuck? Keine Ahnung. Auf jeden Fall kann ich hier eine ganze Menge ausbauen. Was brauche ich noch? Einen Sauger brauche ich erstmal nicht auf Runde 30. Das ist erstmal nicht so wichtig. Ja, doch, hier geht noch einer. Da ist noch einer. Okay, und dann können wir hier hinten ja vielleicht noch ein paar Nägelfabriken hinbauen. Ah, hat nicht genug Range bis da hinten. Dann würde ich sagen, gucken wir doch einfach mal. Ja, alles klar. 5 Fallen, 5, 6 Fallen, das ist ja eine relativ einfache Mission. Das ist wirklich nicht schwierig. Das wären am Anfang so viele Keramiks gekommen wären, aber 130 ist ja eine ganz normale Runde. Okay, war relativ einfach, die Mission. Da war jetzt kein großes Hindernis bei. Oh, ganz überall verstreut die ganzen Fallen. Nicht so gut. Solange noch keine Keramiks kommen, ist ja auch eigentlich nichts gefährlich. Krieg ich gar kein Geld mehr. In der Tat, ich kann wirklich gar keinen. Ah, okay, Luftablassen-Modus ist also nicht durchweg, sondern einfach mit 50.000, glaube ich, fängt man extra an. Und muss dann bauen. Und ich habe vorhin nur Geld bekommen wegen den Blumenfallen. Das ist ja interessant. Das ist ja wirklich interessant. Also kann ich selbst im Luftablassen-Modus Geld kriegen. Oder halt durch die Bananenplantagen geht natürlich auch, wenn man sie baut. Ah, nee, geht egal nicht. Ja, sind gesperrt. Interessant, warum die dann nicht gesperrt sind, wenn man dir trotzdem noch Geld bekommt. Das ist interessant. Nochmal 500. Nein, kriege ich auch nicht. Aber wie konnte ich denn vorhin? Hm, egal. Okay, kann ich also nicht mehr ausbauen. Also das heißt, die Blumenfallen, die lernen zu machen, ist jetzt auch nicht so wichtig, außer die hat sie zerstören. Ich kriege kein Geld, aber das ist ja ärgerlich. Und nicht mal pushen kann man sich das hier. Wenn man hier draufklickt, kann man normalerweise sonst sich was kaufen mit Affendollar, aber diesmal nicht. Diesmal nicht. Interessant. Okay, Luftablassen-Modus sind also 50.000 extra und da muss man durchhalten. Das ist total assi, dass man kein Geld kriegt. Aber egal, wir haben auf jeden Fall einen Bloon-Häcksler, der auf maximaler Stufe schon ist. Der also einen Moab zerhäckseln kann. Leider ein zweiter wäre natürlich auch ganz toll gewesen. Aber ist halt nicht so. Ich könnte theoretisch das verkaufen. Aua, keine Lust. Alles gut. Bam. Ich habe mich schon gewundert, warum ich so viel Geld habe. Na gut, bis Runde 50 ist ja wirklich nicht viel. Da kommen 3 Moabs und das war's. Der Rest ist ja wirklich einfach. Das hätte man vermutlich mit jedem Turm geschafft. Mit so viel Geld, was man bekommen hat.
Klick, 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 klick. Zerstört, zerstört. Eingesaugt. Keine Chance, die Gegner. Und eingesaugt. Okay, 50 Dollar bekommen. Cool, das war eine wirklich schwierige Mission, muss ich schon sagen. Ich will gerade nicht die nächste Mission sehen, ist mir egal. Okay, 50 relativ schnelle Dollar bekommen hiermit. Mit dieser kleinen Mission. Tja, das war's gewesen, ne? Mit der einen Mission. Das ist halt so. War relativ kurz, relativ einfach und ich habe viel Geld dabei gehabt. Wir machen erstmal eine kurze Pause, sehen uns in der nächsten Folge dann wieder von Bloons, die dann vielleicht ein bisschen länger wird als 6 Minuten. Mal gucken, auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Ciao.